Ja, Euroweek 2024. Herzlich willkommen in Sangerhausen. Bis gestern Abend, 23.30 Uhr, sind hier 22 Nationen aus ganz Europa eingetroffen. Die Protagonisten von unserer Seite, Herr Wendler, Frau Reckling, Herr Bergmann, haben das super organisiert. Heute kommt der Fahnenumzug, hartes Programm. Wir freuen uns alle auf nächste Woche Mittwoch, wenn wir das geschafft haben und hoffentlich alle zufrieden sind. Das heißt, wir fahren ins Parlament, wir haben Nachhaltigkeitstag, wir pflanzen Bäume, wir wandern zum Auerberg, um zu schauen, wie sieht der Wald in unserer Region aus. Wir haben Workshops, Projekte, ein riesen Graffiti-Projekt an der Turnhallenwand soll das Emblem der Euroweek prangern. Wir hoffen, dass wir mit dazu beitragen können, ein Europa friedlich, ohne Grenzen. Ja, das soll alles hier in Sangerhausen Realität werden. Die Schüler passen schon zueinander, die diskutieren schon, natürlich alles in englischer Sprache. Wir sind beeindruckt, freuen uns in voller Erwartung und harren der Dinge, die jetzt kommen.